Willkommen zurück zu Aliens vs. Predator 2. Tja, wir müssen immer noch Raikov finden und ja, es ist ein bisschen unübersichtlich hier geworden. Mit vielen Gängen und Verwinkelungen und allen und es ist auch noch dunkel und kalt und bah und Naja. Er beschwert sich nur. Ach, hey, ich darf das. Ich spiele das Spiel jetzt schon seit, wie lange jetzt? 20 Folgen? Über 20 Folgen jetzt. Ja, wenn wir das Alien nicht zum Platzen haben gebracht hätten, dann wären wir jetzt wahrscheinlich schon bei Folge 5, 30, 40 so den Dreh. Ja, ich denke schon, ne? Obwohl, was ist das? Kann man da durch? Eigentlich müsste man da nicht durchkommen, aber... Oh, es passt. Es ist ja nur ein Bitmap. Ach ja, diese Bitmap-Gitter. Ich kannte sie gut. Wie den alten Jorik. Der alte Schnippel. Was rede ich hier? Eike, hilf mir! Was? Ich rede wirres Zeug. Obwohl, das ist eigentlich gut. Weil wenn man wirres Zeug in einem Let's Play wird, redet, dann finden die Leute das witzig und toll und cool und bla. Oh Gott, was haben wir denn da? Okay, da sitzt zum Glück keiner drin. Aktuell? Oder ist eigentlich ja schon so lang so? Das Militär arbeitet ja, exploitiert ja schon länger an solchen Dingern rum, ne? Wie nennt sich das? Exoskelett? Ich glaube, der Begriff passt dazu. This area is monitored by automated sentry guns. Schön. Das klingt ja vielversprechend. Moment, ich will mal kurz was ausprobieren. Okay, eigentlich wollte ich hacken. Oh Gott, diese Hacken- und Heilentaste sitzt so nah zusammen. Okay. Mhm. Probier mal aus. Oh, schade. Ich kann ihn nicht zerlegen. Oh. Und jetzt alle. Oh. Gehackt. Gehackt. Und dadurch hat sich jetzt nicht auch das Tor auf der anderen Seite geöffnet, denn wir sind nicht hier schon wieder am Anfang. Okay. Dann nimmst du übrigens nicht auf. Doch, ich nehme auf. Oh, du wolltest mich hier so verarschen. Ja. Oh, du bist böse. Eike ist der Antichrist. Ich sag's euch. Oh. Hallo. Schön wär's, weißt du? Ja, dann wärst du in der Politik und so. Dann würde ich eine Flotte dieser anderen scheiß Beauty-Potzen umbringen, ohne irgendwie Gewissensbisse zu haben. Ey, nicht das Wort mit V benutzen. Potzen? Das beleidigt die. Ja, das beleidigt die Fotzen. Stimmt. Ja. Fotzen mit V. V-Otzen. Okay, wir werden jetzt Anscheid treffen hier jetzt mehr. Hier ist bei Bayersdörfer und ich hatte letzte Woche eine ganz schäppige Krankheit. Bei mir kam Kot aus der... Aus der... was? Oh, guck mal! Party! Das ist Party Hard, würde ich sagen. Abschießen, ja. abschießen. Geil, und jetzt können wir ganz viele Köpfe snacken. Ich habe bis heute noch immer nicht verstanden, was die Köpfe eigentlich bringen. Am Ende kommst du in eine Ruhmeshalle, die du gemacht hast. Ach so, ich dachte, wenn man eine bestimmte Menge gesammelt hat, dann da unten rechts sieht man ja, unten links, sieht man ja so einen Counter da. Dachte ich, wenn man eine bestimmte Menge an Anzahl hat, dann kriegt man irgendwas. Naja, machen wir erstmal diese Infrarotsicht weg. Oh, Schuh. So jetzt kommentieren, Freundchen. Oh, guck Bioshock. Mal. Bioshock confirmed. Apropos confirmed. Ich glaube, Half-Life 3 wird nicht kommen. Natürlich wird es nicht kommen. Weil die Erwartungshaltung viel zu hoch sind. Weil je länger du das für eine Fortsetzung brauchst, desto höher sind sie, ne? Warum redest du die ganze Zeit und hackst nicht? Weil ich das... Oder haust das Ding in Stücke? Ich glaube, hacken kaputt geht nicht. Oh mein Gott, das hat sich jetzt aber gelohnt. Hau den anderen kaputt. Ja. Die haben viel zu viele Waffen, das überfordert mich. Er ist langsam, Boing. Muss ich dir wissen. Geil. Boah, hat sich auch gelohnt. Naja. Ich hätte jetzt nicht Bioshock gesagt, ich hätte jetzt Half-Life Blue Shift gesagt. Kennst du Half-Life Blue Shift? Ethan, die Waffe da, diese Rohrzange. Ja, aber die Rohrzange war... Das ist die Markenwaffe aus Bioshock. Markenwaffe. Mit Wakenbutter. Nein, es ist auch die Standard-Nahkampfwaffe aus Blue Shift, wenn ich mich recht erinnere.
Weißt du, Barney. Heißt doch der Typ, den man da spielt. Der Sicherheitstyp. Der auch in Half-Life 2 auftritt. In allen Episoden. So weit. Okay, was hat das jetzt gebracht? Ist das ein Bohrer? Da stand doch was von Drill, oder? Ja, kann sein. Hier. Drill Platform Lifted. Okay, wir haben sie geliftet. Bringt gar nichts. Okay, es ist ein Bohrer. Ach, das ist einer von diesen Spezial-Superbohrern, mit dem man auch nach Erdöl wahrscheinlich buddelt. Ha? Hat aber anscheinend null gebracht, oder? Das erklärt sich später noch. Egal. Lauf nicht weiter um das Ding, sondern mach Spielfortschritt. Hallo. Hey, wie geht's dir? Du hast da was im Auge. Moment mal, ey, es haben gar keine Augen. Jetzt solltest du dir mal Energie und Leben auffüllen. Ja, das habe ich vor. Keine Sorge. Und die Sicht wegmachen. Ja. So. Ach, ich wünschte... Und noch mal Energie nachladen. Und noch mal Energie. Oh, ich wünschte mir, sie hätten sich vielleicht doch lieber eher für Medipacks entschieden. Auch wenn es zum Spiel nicht passt. Also zum Charakter. Wieso Medipacks entschieden? HP-Regeneration. Ja, oder... Das ist ja auch so ein Ding. Medipacks gab's hier doch schon, du Blödmann. Ja, aber in den modernen Shootern ist es ja immer so. Oh, ich werde getroffen, meine Augen bluten. Ich lege nicht mehr kurz vorhin. Boom. Michael Bay, meine Damen und Herren. Und sie werden wieder... Ah, wen haben wir denn da? Arnold Schwarzenegger. Der tanzt. Sex-Robot. Mhm. Mach ich doch am besten gleich was mit Plasma an. Und... Ich wette, wenn ich auf den Kopf ziehe, bringt das nichts. Und gehst verschwindet wieder ganz woanders. Boom. Ich kann mach dich doch mal unsichtbar. Ich bin da unsichtbar, weil ihr könnt dich trotzdem sehen, weil sie wissen, da kommt der Schuss her. Boom. Und tot. Noch einer. Danger, high voltage. Ui. When we touch. When we kiss. Lad mal Energie und Leben auf. Ja, ich hab schon mehr. Ja, du musst mich nicht drauf. Mach die Sicht weg. Ja, aber ich hab Alien gehört. Da kann man ja besser sehen. Nein, mach weg. Ja, das Spiel ist so. Das Spiel ist generell leider ziemlich dunkel, ne? Du spielst schon auf einfach, da brauchst du das nicht. Du hast es nicht gesagt. Das sagt er nur, um euch zu ärgern. Nein. Am Anfang der Folge haben wir es zwar so eingestellt, aber. Haben wir das? Nein. Ja. Ach, scheiße. Ja, da können wir jetzt ja wieder diskutieren, ne? Nein. Von wegen, Schwierigkeitsgrad und so, ne? Ja, soll das hier gut unterhalten oder? Ihr müsst wissen, Dejan hat keinen Skill. Das ist Hardboard für ihn. Hardcore? Ja. Ah. Nee, Quatsch. Netzkanone bringt, glaube ich, nichts viel wirklich was bei denen. Zack. Ich würde die aber mal ausprobieren, auf Spaß. Ja, aber ich glaube nicht, dass die... Ne, ich denke, wir werden wahrscheinlich nochmal welche treffen. Aber ich glaube nicht, dass die Netzkanone da was funktioniert bei diesen Selbstschussanlagen. Ja. Habe ich dir eigentlich mal diese Geschichte erzählt von diesem Waffentyp, der ein Schulkind zersiebt hat? Nein, aber Sicht weg. Ja. Ja, die Geschichte habe ich mal gehört in der Ausbildung, dass ein Typ, der so ein totaler Waffner war, eine Selbstschussanlage aufgestellt hat bei sich auf seinem Grundstück. Und da kam dann irgendwann mal ein kleines Schulkind vorbei und wollte kannst du nicht, irgendwas kannst machen. Kannst du nicht kurz laufen und reden und nicht immer stehen bleiben und dich neu orientieren? Ja. Und dicht weg. Ja, aber das ist dann besser für eine Übersicht und so, ne? Ach, da muss man lang. Okay. Das ist anstrengend. Du hast vorhin nachgeguckt. Warum hast du schon wieder vergessen? Ich hab fett vergessen. Nein, ich hab nicht fett vergessen. Doch, irgendwie schon. Lauf das Rohr da hoch. Wie das Rohr? Das Rohr? Das magische Rohr. Zack. Nee, ich glaube, wir müssen da rein. Ich glaube, das lässt sich öffnen. Es ist auch immer noch Reikov finden, oder? Ja, noch Originalmaske finden und Reikov killen. Okay. Er läuft wieder zurück. Er läuft die ganze Zeit im Kreis, Leute. Das ist extrem. Da ist schon. Ich hab's schon, wieder gesehen. Ja, die Übersicht ist ein bisschen doof wegen dieser Dunkelheit hier. Ja, aber das ist doch, soll doch immer ein bisschen gruselig sein. Ja, es ist halt ein lustiges. Ne, es ist kein lustiges. Es ist halt ein gruseliges Spiel. Aber ein gruseliges Spiel. Denkst du. Oh, ich höre Alien. Hallo, Alien. Wie geht's dir? Schnalz doch ab. Schnalz mit der Pistole ab. Nein, das macht mir Schaden, wenn ich zu nah an mir dran ist. Ach, Quatsch. Nein, das stimmt. Nein, stimmt nicht. Stimmt doch.
Nein, stimmt nicht. Oh, du sollst ja heulen nicht hacken. Mann, dummer Zeigefinger. Ich schlag dich gleich. Und wieder Energiesnack. Luxuskind ist unzufrieden über Gottmode. Luxuskind ist unzufrieden über Gottmode. Okay, also jetzt ist es wirklich sehr dunkel. Ja, das ist auch gut so. Naja. So. Die Jagd gibt mir Stärke. Da boxt dich einer. Hui, ein ganzer Haufen. Geil. Dafür hole ich mir jetzt aber Köpfe. Wo ist ja, dann mach ruhig die Negativsicht an. Du hast sie alle gesprengt. So, die. Die letzte Sicht. Nicht die blaue, die durchsichtige. Hier? Nein, noch einen weiter. Genau die. Das ist normale Sicht. Nein, nicht die. Die vor der normalen Sicht. Die hier? Blau? Nach der roten. Du meinst das hier? Richtig. Das ist die Metallsicht. Okay. Meines Wissens nach kommt da jetzt gleich was Großes, glaube ich. Ich habe so die Vermutung, deswegen sollten wir lieber die Plasmakanone einsetzen. Plasma. Yeah, das Dumme ist nur, in der Sicht sehe ich nichts, was vor mir ist. Dann mach die andere Sicht von mir aus. Na los, mach die Sicht an. Wechsel die Sicht, Dechan. Nein, ich muss erstmal killen, was da vor mir ist. Ein Problem. Ach, das ist nicht die Alien-Mutter. Nein, nein, das ist die, das sind diese, hießen die nochmal? Die hat noch so ein, irgend so ein Name wie, was Römisches. Was war es nochmal? Der hat schon keinen Kopf mehr. Echt? Oh, schade. Jetzt bin ich aber traurig. Eike, tröste mich. Nein. Oh. Du bist scheiße. Ja, das tröstet mich. Eike ist mein Stecken und mein Stab. Leg da gleich einen Stab rein. Mhm. Das hättest du wohl gern. Okay. Okay, gegen Aliens, die Netzkanone, kann man eigentlich, braucht man eigentlich praktisch nicht wirklich in dem Spiel. So. Hey, jetzt haben wir eigentlich einen Praetorian. Genau, sie sind die, glaube ich. Super Alien gekillt. Ah! Zack! Zack! Köpfchen muss man haben. Direkt vor uns gelegt. Säckerschön, genau. So werde ich auch die Folge nennen. Immer Säcker noch schön. Falsch gesagt. Säcker schön. Zwischensequenz. Stimmt nicht. Lidl laden. Ah, Levelabschnitt. Immer noch die Originalmaske finden und bla. Okay. Ah. Your kind before. You could not kill me. I have seen you without your mask. I am not afraid of you. Es flackert wie Hölle bei mir. Ja, das ist die Skype-Übertragungsgeschichte. Okay, dieses Wasser sieht ungesund aus. Bring rein. Nein. Weil da müsste ich bring den rein. Dann wäre der Death Run zu Ende. Bring rein. Nein. Bring rein. Zack. Ja. Ich muss irgendwie. Fällst du da sowieso gleich rein? Ich muss irgendeine Taste erwischt haben, denn mein Predator schleicht die ganze Zeit und ich muss die Feststelltaste gedrückt halten, damit er läuft. Muss ich nochmal in den Einstellungen mal schauen. Okay, wo wollen wir jetzt hinhaben? Geht's da weiter? Ja. Ach ja, das alte Jump'n'Run-Lied. Ich bin das Jump'n'Run-Lied. Ach ja, It's the Star Maze. Okay. Okay. Jetzt sind wir ein bisschen verwirrt. The fucking Star Maze. Okay. Gut, Super Mario ist ja auch wieder, ist ja auch jetzt 30 geworden, ne? Hast du vielleicht eventuell mitbekommen? Ja, ja. Mario ist fast so alt wie wir. Und er overacted wieder zu lange. Er hätte den Satz nach einem Mal schon beenden können. Ja. Kann man die Dinger kaputt? Fast so alt wie wir. Du bist der Älteste von uns. Ja, ja, du bist noch das Küken. Nein, Quatsch. Wir kennen Küken. Ja, Niki. Hm.
Ja, da solltest du unbedingt rüberspringen, da habe ich voll Lust drauf. Ja, genau, dann springe ich dann rüber und verliere dann Energie und sterbe oder muss dann wieder den ganzen Weg wieder zurückspringen. Okay. Okay, warum ist das jetzt Zeitlupe? Zeitlupe. Vielleicht brechen gerade die Frames zusammen. Wahrscheinlich. Ich sehe auch das Aufnahmezeichen von DX Story nicht mehr. Ja. Nicht, dass am Ende das Spiel jetzt abstürzt. Okay. Dort drüben können wir nicht weiter. Da können wir nicht hoch. Okay. Wo wollen die Leute uns hinhaben? Ja. Oh Gott, das nervt mich sowas von, diese blöde Taste. Ich hab irgendwo die Schleichtaste erwischt. Ja, dann drück doch mal irgendwie C oder D oder B und so. Ich glaube, wir müssen ja dahin. Du solltest die Folge jetzt mal lieber beenden. Ja, beenden wir die Folge jetzt schon mal. Wir sind ja auch schon mehr in 15 Minuten. Okay, also beenden wir die Folge und dann werde ich mal gucken, ob wir vielleicht, wie man da oben hochkommt. Wie oft willst du noch im Kreis rennen, bis du den Ausgang findest? Ja. Und vielleicht werden wir auch nicht herausfinden, weswegen der Predator immer noch schleicht. Also, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ciao. Yay. Yay. Jupp. Yay. Ah.